bin Sesiang Wong, ich bin Konzertpianist und auch Foodblogger für sesiangs.com und habe auch mitgemacht in der Männerküche, SRF Männerküche. Am 27. April könnt ihr mich dort sehen, auch als Koch. Heute koche ich aber exklusiv für Display. Wir machen ein asiatisches Gericht, das ist ein indonesisches, malaiisches Gericht, Gado Gado. Und Gado Gado heißt eigentlich einen Salat, der eigentlich gemischt ist mit einer schönen Nusssoße. Dafür braucht ihr Folgendes. Hier sind Bohnen, ungefähr 10 Stück, eine halbe Gurke, eine Karotte, dann habe ich hier Tofu. Tofu, das könnt ihr im Supermarkt kriegen, das ist heutzutage eigentlich sehr populär. Ich habe hier jetzt ein bereits frittiertes Tofu genommen, aber ihr könnt auch normalen Tofu nehmen, die ihr dann selber nochmals in Öl kurz backt. Und hier noch 2 Eier, ein bisschen rote Zwiebel. Hier haben wir Schalotten, die sind bereits frittiert, die könnt ihr auch so kaufen im Supermarkt. Und hier ungefähr 100 Gramm Sojasprossen und noch ein paar Krevettenchips Krupuk. Für den Salat brauchen wir Bohnen, die schneidet ihr also ungefähr auf 1 bis 1,5 cm. Diese tue ich dann nachher also kurz kochen, ungefähr 4 Minuten lang, damit es schön weich ist. Als nächstes schneiden wir die Gurke, die machen wir zuerst in der Mitte und schneiden wir dann in kleine Scheiben. Als nächstes kommt die Karotte, die habe ich vorher geschält mit dem Schäler und ja, die schneide ich eigentlich auch das gleiche, auch so in der Mitte so. Und die könnt ihr dann auch klein schneiden. Ihr könnt es natürlich auch raffeln, ich schneide das jetzt. Hier habt ihr das Tofu. Ich habe bereits den frittierten gekauft, die könnt ihr in Asienladen kaufen, wenn nicht, könnt ihr aber einfach im Supermarkt einfach den normalen Tofu kaufen, die könnt ihr dann ähnlich so schneiden und auch kurz anbraten in der Bratpfanne. Also, wir haben jetzt die verschiedenen Sachen geschnitten, also die Bohnen, die werden wir jetzt in kochendem Wasser tun für ungefähr 4 Minuten. Wir machen das gleiche mit Karotten, das würde ich also separat machen, auch kurz kochen, in kochendes Wasser also tun für ungefähr 3 Minuten, dann sind sie noch al dente. Das weiter geht es mit dem Sojasprossen, 1 Minute in kochendem Wasser, das ist genug, denke ich, damit es nicht zu weich wird. Auch die Eier, die müssen wir natürlich auch kochen, also ein festgekochtes Ei, 7-8 Minuten und danach werden die Eier geschnitten und in den Salat getan. Also, das ist Gado Gado. Also, während das Gemüse jetzt kocht, können wir weitergehen mit der Nusssoße. Die besteht aus folgenden Ingredienten. Ein bisschen Nussbutter. Ich mache eine Shortcut hier in diesem Rezept. Currypulver. Evaporierte Milch. Zucker. Salz. Und dazu Nüsse. Ihr könnt dafür Erdnüsse nehmen oder auch geröstete Nüsse, je nach Geschmack. Die werde ich dann nachher in den Cutter tun. Und dazu auch noch ein bisschen Öl. Danach macht ihr diese Soße auf dem Herd und ich werde euch zeigen, wie ihr das macht. Ich habe vorhin das Öl reingetan und jetzt kommt noch ein bisschen das Curry. Das habe ich jetzt ein bisschen mit Wasser verdünnt und das tue ich rein, damit die Aromen ein bisschen rauskommen vom Curry. Ja, gut so ist. Jetzt müsst ihr ein bisschen rühren. Sobald es ein bisschen so duftet und die Aromen rauskommen, tut ihr den Nussbutter noch dazu. Ihr werdet bemerken, dass die Soße ein bisschen dickflüssig wird. Und das ist auch richtig so. Ich habe dafür noch, um es ein bisschen flüssiger zu machen, habe ich hier noch ein wenig evaporierte Milch. Das könnt ihr selber ein bisschen abschätzen, wie viel ihr da reintut, damit es ein bisschen flüssiger wird, wie eine Salatsauce. Ihr werdet bemerken, dass die
die Soße dann schön cremig wird. Und dann könnt ihr ein wenig Zucker reintun. Und noch ein wenig Salz. Das könnt ihr schön verrühren. Das wird eine schöne cremige Soße jetzt, seht ihr. Sobald das schön cremig ist, tue ich jetzt noch die Nüsse dazu. Und tue das noch ein bisschen schön mischen. Ja, jetzt sind wir dann fertig mit allen Ingredienten und habe alles vorbereitet. Die Peanutsauce ist da, die geschnittene Gemüse ist da. Jetzt tun wir das einfach alles beieinander und dann mischen. Den Gado Gado jetzt gemacht und ich habe gedacht, dazu gebe es noch ein Hühnersaté, also ein Poulet-Saté mit Peanutsauce, die wir bereits auch gemacht haben. Hier haben wir den Hühnerbrust, die habe ich schon bereits länglich geschnitten. Dazu sind natürlich diese Saté-Spieße wichtig, die habe ich bereits eingeweicht im Wasser, vielleicht eine Stunde so ungefähr. Dazu kommt eine Marinade, die habt ihr hier, das ist mit Öl zuerst. Ein bisschen Chili, ein bisschen Limonengras, wir verwenden davon den unteren Drittel. Dann gibt es Knoblauch, ein bisschen Schalotten, die habe ich bereits geschnitten hier also, und Zucker und Salz. Das alles kommt in eine Marinade, das werde ich also schön in den Cutter tun am Schluss und dazu servieren wir Gurke und rote Zwiebel. Also jetzt kommt die Marinade über das Hühnchen, die ich vorher gemacht habe, diese Paste. Also, das tun wir einfach schön drauf und lassen das marinieren für einige Stunden. Ich habe jetzt den Grill angestellt. Ihr könnt natürlich im Sommer das natürlich auch draußen auf dem Holzkohlengrill tun. Aber jetzt habe ich mal meine Grillpfanne benutzt. Ich habe noch ein bisschen Kokosfett noch reingetan, das gibt noch ein bisschen noch Aroma an das Fleisch. Saté-Huhn ist fertig, wie ihr seht, schön goldbraun mit Gurken und auch noch rote Zwiebeln. Und hier ist die Nusssoße. Dazu noch ein bisschen Krupuk und dazu sagen wir natürlich auch auf Malaiisch Selamat Makan oder guten Appetit.